Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal die Black Friday-Angebote von MyPC. Ich habe ja schon mal ein Video jetzt hochgeladen mit den Angeboten von Krotos. Jetzt haben wir die von MyPC. Ich hatte da schon vorher Zugriff drauf auf die Angebote und konnte dementsprechend auch schon Listen erstellen. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Hier in dem Fall gegenüber zu Krotos ist es aber so, dass wir 9 Systeme haben. Ich werde mir jetzt nicht alle 9 Systeme angucken, sondern ich habe mir auch 5 Stück rausgesucht und die schauen wir uns dann mal in Ruhe an. Auch hier nochmal der Hinweis auf unseren Discord-Server mit den entsprechenden Channels. Also wir haben Hardware-Frage- und Software-Frage-Kanäle, falls ihr irgendwie Probleme mit eurem PC habt oder irgendwie Beratung wollt. Genauso haben wir ein Ticketsystem, da könnt ihr ein Ticket ziehen und euch dann dementsprechend beraten lassen zu Geizhalslisten oder ähnliches. Wir können euch da ganz nach eurem Belieben auch irgendwelche Geizhalslisten erstellen, je nachdem was ihr haben wollt. RGB-Beleuchtung, White-Build, welchen Prozessor, Grafikkarte, pipapo, wir beraten euch da gerne, ist alles kostenfrei. Und auch dieses Video wird jetzt nicht so ausführlich sein wie die anderen Videos, die ich sonst immer mache, weil wir halt viele Systeme haben und ich das in einer begrenzten Zeit einfach aufnehmen möchte. Starten wir mit dem Black Friday PC für 719,99 €. Bei den Angeboten ist es immer so, dass ihr euch aussuchen könnt, welche Grafikkarte ihr bekommt. Ansonsten könnt ihr nicht mehr viel konfigurieren. Die Gehäuse sind festgeschrieben, das Mainboard und so weiter auch. Ich glaube, man kann sich noch zusätzlich Speicher oder WLAN nachrüsten lassen, aber das war es dann auch. Das heißt, ihr habt hier jetzt nicht die Möglichkeit, wie zum Beispiel bei Krotos das Gehäuse zu wechseln, wenn es euch nicht gefällt, sondern ihr müsst quasi damit leben. Oder ihr schreibt MyPC irgendwie eine E-Mail und sagt, hey, ich hätte doch lieber das Gehäuse, vielleicht machen sie es dann. Ich denke aber schon. Genauso ist es hier der Fall, dass wir jetzt meistens AMD-Grafikkarten haben. Wir haben aber hier immer die Möglichkeit, die Grafikkarte zu tauschen. Also dann eine 4060 in dem Fall, weil die sich ungefähr angleicht von der Leistung her. Deswegen werden wir bei den Listen auch zwischendurch umschalten, dass wir einmal den AMD-Preis haben und einmal den Nvidia-Preis. Die Grafikkarte, in dem Fall eine AMD RX 6600 650 XT 8 GB. Für Full HD Gaming völlig ausreichend. WQHD Gaming geht auch noch. Es kommt immer auf die Einstellungen und auf die Spiele an. Den FPS ist dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 5600. Ist jetzt nicht der neueste, weil immer noch AM4 Sockel, dementsprechend auch DDR4, aber in dem Preisbereich völlig in Ordnung. Reicht zum Zocken. Für Stream würde ich einen stärkeren Prozessor nehmen. Ihr könnt natürlich über die Grafikkarte rendern, aber ihr müsst immer dran denken. Ihr habt ja dann OBS offen, ihr habt dann vielleicht noch Discord offen, dann habt ihr noch einen Browser am Laufen, vielleicht euren eigenen Chat noch mit dabei und pipapo. Deswegen würde ich da schon lieber einen besseren Prozessor nehmen. Der CPU-Kühler ist ein Deepcool AG400. Reicht für den Prozessor dicke aus. Ist auch nicht dieser blöde Standardkühler, sondern schon was Vernünftiges. Der Arbeitsspeicher ist ein 16 GB, also 2x 8 GB Dual Channel DDR4 3600 MTS Kingston Fury Beast CL17. Das liegt über der Spezifikation von AMD von 3200 MTS und ihr habt auch noch CL17 dabei. Das passt soweit schon. Das Mainboard ist ein MSI B550A Pro. Ist jetzt nichts Besonderes, reicht für den Prozessor aber dicke, da könnt ihr theoretisch sogar noch ein 5800X draufschmeißen, funktioniert ohne Probleme. Das ist auch nicht so ein blödes RAM-Sport mit Micro-ATX oder so, sondern Full-ATX. Ihr könnt gut erweitern, eine Capture-Karte noch anschließen oder eine WLAN-Erweiterungskarte, USB-Erweiterungskarte, whatever. Die Festplatte ist eine 1 TB Lexar NM620 M.2. Lesen 3500 MB die Sekunde und schreiben 3000 MB die Sekunde. Reicht für einen normalen Gamer völlig aus. 1 TB in der Preisklasse auch völlig in Ordnung. Das Gehäuse ist ein Deepcool CC560 ARGB Schwarz mit Glasfenster. Ist ein günstiges Gehäuse, hat jetzt nicht sonderlich gutes Kabelmanagement, bringt aber auch schon Lüfter mit, das heißt der Airflow ist gegeben und das System wird nicht zu warm. Das Netzteil ist ein Seasonic G12 GC550W 80 plus Gold. Also erstmal 550 Watt für das System ausreichend und 80 plus Gold ist auch in Ordnung. Man muss dazu sagen, es ist ein B-Tier-Netzteil, allerdings ist das halt ein sehr günstiges Netzteil von Seasonic. Es gibt deutlich bessere, aber in dem Preisbereich in Ordnung. Hier werden jetzt noch die Gehäuselüfter angegeben, das sind 3 Stück vorne verbaut und einer hinten. Betriebssystem ist Windows 11 Pro, also als Testversion. Ihr könnt auch einen Key bei meinem Partner kaufen oder irgendwo bei Amazon, Geizhals gucken, eBay, whatever, das ist völlig egal. Ihr müsst es aber auf jeden Fall hinterher noch aktivieren. Sonst habt ihr irgendwann dieses nervige Wasserzeichen die ganze Zeit unten in der Ecke. Ihr könnt einige Einstellungen nicht vornehmen, wie zum Beispiel Hintergrundbild wechseln und solche Geschichten. Deswegen holt euch einen Key, kostet so um die 20 Euro, dann seid ihr fertig damit. Garantie sind 2 Jahre MyPC-Garantie inklusive Pickup und Return. Das heißt, der Postbote kommt wirklich bei euch vorbei, macht einen Termin aus und holt das Ding dann ab, wenn irgendwas damit ist. Wie immer haben wir hier diese geschätzten FPS-Werte. Gebt da bitte nichts.
nichts drauf. Es kommt auch immer ganz auf die Auflösung an und auf die Einstellung im Spiel. Ultra, hoch, medium, wie auch immer, macht man Raytracing an oder aus, whatever. Dann hätten wir auch schon das Ergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarten, da kommen wir gleich noch zu. Das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Im Falle einer AMD-Grafikkarte landen wir dann bei 700,61 €. Und das System kostet 719,99 €. Also etwas über Geizhalsliste fürs Zusammenbauen, die 2-Jahr-Garantie und so weiter. Und switchen wir jetzt die Grafikkarte, weil ihr euch vielleicht sagt, ich möchte eine Nvidia-Grafikkarte und wir nehmen in dem Fall die 4060, kostet das System 794,98 €. Und bei Geizhals sind wir dann bei 778,19 €, wenn wir die Grafikkarte umswitchen. Auch da der Aufpreis völlig in Ordnung, könnt ihr ruhig so kaufen, wenn ihr das möchtet. Und in dieser Liste ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, boah, das ist der komplette Kernschrott oder so. Es ist halt ein sehr günstiges System, aber ihr habt einigermaßen Leistung in Full HD dafür. Das zweite System ist der Black Friday PC für 929,99 €. Die Grafikkarte ist eine AMD RX 6800 Non-XT 16 GB. Für Full HD und WQHD Gaming sehr gut geeignet. 4K geht auch noch, wenn ihr irgendwelche E-Sports-Titel habt. Sagen wir jetzt mal Overwatch oder Counter-Strike oder so. Das läuft natürlich ganz easy. FPS-Test dazu auch in der Videobeschreibung. Wir haben hier den gleichen Prozessor und auch den gleichen Luftkühler, allerdings 32 GB, 2x 16 GB Dual Channel, 3600 MTS Kingston Fury Renegade CL16. Das ist also kein 3600 CL18, sondern schon CL16. Die sind noch einen Ticken teurer und 32 GB in der Preisklasse ist auch völlig okay. Das Mainboard ist das gleiche, die SSD ist auch die gleiche, das Gehäuse ist auch das gleiche Netzteil, wieder B-Tier-Netzteil und hier ebenfalls Windows 11 Pro Testversion vorinstalliert und die 2-Jahre-Garantie mit Pickup und Return. Dann hätten wir auch hier die Liste, hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarten, in dem Fall jetzt die AMD-Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 899,38 € und das System kostet 929,99 €. Also ca. 30 € für Zusammenbauen, Garantie, Pipapo, installieren, was da alles so zugehört. Switchen wir das jetzt um zu einer 4060 Ti Dual, kostet das System 949,99 € und bei der Geizhalsliste kommen wir auf 922,71 € raus. Der Aufpreis ist natürlich auch völlig okay. Das nächste System ist der Black Friday PC für 1254,99 €. Hier in dem Fall wieder mit der AMD Grafikkarte und das ist in dem Fall die RX 7800 XT 16 GB. Auch das eine gute Karte für WQHD Gaming, teilweise auch 4K. Wieder der FPS-Test in der Videobeschreibung. Ich kann das nicht immer so runterrattern mit den Spielen, das wisst ihr ja mittlerweile. Der Prozessor ist ein 13400F. Ja, ist eine Generation zurück, wenn man so will, aber die 14. Generation von Intel war sowieso ein Witz, von daher ist das völlig okay. Auch hier wieder der Deepcool AG400 reicht für den Prozessor völlig aus. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x 16 GB DDR5, 6000 MTS, G-Skill Flare X5 CL30, 6000 MTS RAM CL30. Völlig okay, sogar sehr gut gewählt. Das Mainboard ist ein MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi, reicht für den Prozessor ganz dicke aus, könnt ihr sogar noch stärkere Prozessoren draufschnallen, wenn ihr das möchtet. Bringt auch schon WLAN und Bluetooth mit. Die SSD ist die gleiche, auch mit 1 TB wie bei den anderen Systemen. Das Gehäuse ist immer noch das CC560, ja, so langsam muss auch mal Schluss sein, weil das Gehäuse ist wirklich sehr günstig, Kabelmanagement und so, nicht so pralle. Klar, es funktioniert technisch gesehen auch mit dem Airflow, aber ich erwarte bei so einem System schon ein etwas besseres Gehäuse. Beim Netzteil bekommen wir ein FSP Hydro G Pro 650 Watt 80 Plus Gold. Das ist in diesem Fall ein A-Tier-Netzteil. Also qualitativ schon ein bisschen hochwertiger, 650 Watt für das System auch völlig ausreichend. Der Rest bleibt wie immer gleich. Dann hätten wir dazu auch die Liste. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarten, da stelle ich das gleich wieder um, in dem Fall jetzt die 7800 XT, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1222,30 € und das System kostet 1254,99 €. Also wieder sehr humaner Aufpreis für Zusammenbau, Installieren und so weiter. Switchen wir jetzt hier die Grafikkarte zu einer 4070 Dual, landen wir bei 1304,99 € und bei Geizhals bei 1260,30 €. Auch das noch völlig im Rahmen, völlig okay. Jetzt hätten wir noch das System Black Friday PC für 1819,99 €. Als Grafikkarte haben wir die ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC 20 GB. In dem Fall auch eine gute Karte für WQHD und auch für 4K. Ihr könnt auch schon AAA-Titel in 4K spielen, müsst ein bisschen mit den Einstellungen spielen, aber das läuft auf jeden Fall besser als mit den anderen Grafikkarten. Der Prozessor ist ein aktueller Intel Core i5-14600KF, also Performance, Efficiency Cores, alles gegeben, Stream, Rendern, überhaupt kein Problem. Da bekommen wir tatsächlich auch schon den CPU-Kühler Deepcool AG620, der hat eine höhere TDP, ihr könnt den Prozessor jetzt nicht ungebändigt rennen lassen, das funktioniert nicht, aber wird er in seinen Grenzen betrieben, die Intel auch vorgibt, funktioniert das mit diesem Luftkühler. Der Arbeitsspeicher sind wieder
wieder 32 GB von G-Skill. Das Mainboard ist auch wieder das gleiche. Hier bekommen wir allerdings auch schon 2 TB Lexa NM790. Habe ich jetzt vor kurzem erst getestet. Sauschnelle SSD braucht man fürs Zocken eigentlich so nicht. Da kommt wie gesagt noch ein Testvideo. Ich habe das nämlich mal ausprobiert mit verschiedenen Spielen. Macht kaum einen Unterschied. Aber ist schön, dass sie hier drin ist. Das Gehäuse ist ein Deepcool CG560. Das ist jetzt schon ein Ticken größer. Ist qualitativ jetzt auch nicht das mega geile Gehäuse. Ich meine, ja, es hat eine Glasscheibe. Es bringt schon RGB-Lüfter mit. Aber Kabelmanagement technisch ist in den Dingen nichts los. Kann euch irgendwo egal sein, weil ihr natürlich ein fertiges System kauft. Aber ja, es ist jetzt nicht das Beste vom Besten. Das müsst ihr aber für euch entscheiden. Technisch funktioniert das einwandfrei. Als Netzteil bekommen wir ein Seasonic Focus GX 850 Watt ATX 2.4 plus Seasonic 12 Volt High Power Kabel. Das bedeutet, es ist kein ATX 3.0 Netzteil, aber ihr bekommt das neue Kabel schon mit dabei. Ist vor allen Dingen interessant, wenn ihr mal so in Richtung Nvidia schielt, weil die ja schon den neuen Stecker haben. Ansonsten bleibt hier auch alles gleich. Dann hätten wir hier auch die SSD, den Prozessor, den RAM, die AMD-Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das ist so ein Dual-Tower-Kühler, der ist eigentlich ganz nice. Das Gehäuse, das Netzteil und das Kabel. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1773,05 €. Und das System kostet 1819,99 €. Auch hier der Aufpreis völlig okay. Sind halt Black Friday Deals. Aber es gibt auch Anbieter, die locken damit und verarschen euch dann. Hier in dem Fall ist es nicht so. Switchen wir hier auf eine 4070 Ti 12 GB. Kostet das System 1809,99 €. Und hier in der Liste kommen wir auf 1759,74 €. Auch da ist der Aufpreis noch völlig okay. Und das letzte System ist der Black Friday PC für 2074,99 €. Was die Grafikkarte angeht, eine RX 7900 XTX Phantom Gaming OC 24 GB. Was höheres gibt es im AMD-Lager einfach nicht. 4K Gaming überhaupt kein Problem. Wenn ihr jetzt natürlich viel Raytracing und DLSS und sowas nutzen wollt, dann solltet ihr auf eine Nvidia gehen. Ansonsten seid ihr mit der Grafikkarte good to go. Prozessor ist ein 7800X3D, im Moment immer noch einer der besten Gaming-Prozessoren, brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. Der CPU-Kühler AG620 reicht auch für den völlig aus. Der Arbeitsspeicher sind wieder 6000 MTS CL30 RAM. Das Mainboard ist ein MSI B650 Tomahawk Wi-Fi, auch völlig okay. Full ATX-Board, Erweiterungsmöglichkeiten und so weiter. Die Listen findet ihr alle unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das noch genauer angucken wollt. Auch hier wandert wieder die NM790 rein von Lexa. Ey, ich muss echt aufpassen, dass ich diesen Namen hier richtig ausspreche, weil ich habe hier so eine blöde Troller, die heißt Alexa und die quatscht mich dann immer voll. Hör jetzt auf damit. Entschuldigung, das weiß ich ja. Genau so, ja. Und jetzt haben wir hier halt wieder dieses günstige Gehäuse drin. Die werden sie in großen Mengen gekauft haben, werden dementsprechend guten Einkaufspreis gekriegt haben, um jetzt diese Systeme so vorstellen zu können. Ich wünsche mir bei so einem System, was über 2000 € kostet, einfach ein besseres Gehäuse, wo ich auch ein bisschen Kabelmanagement drin habe, vielleicht noch ein paar Funktionen. Naja, auch hier technisch funktioniert das. Muss euch gefallen, nicht mir. Auch hier haben wir wieder das Netzteil mit dabei. Und schauen wir uns da die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und das Kabel. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2016,22 €. Und das System kostet 2074,99 €. Also circa ein Fuffi fürs Zusammenbauen und den ganzen Quatsch. Auch in der Preisklasse völlig okay. Switchen wir hier die Nummer zu einer 4080 16 GB. Kostet das System schon 2239,99 €. Und switchen wir das bei Geizhals, landen wir bei 2175,21 €. Auch da der Aufpreis circa gleich. Also auch völlig in Ordnung. Die Konfiguration an sich, Prozessor, RAM, Mainboards und so weiter, alles in Ordnung. Keine Micro-ATX-Kacke oder so drin, sondern das passt wirklich. Nachteil hierbei, ihr könnt nichts mehr umkonfigurieren. Ich glaube nicht, dass es ein Problem darstellt, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ey, ich will ein anderes Gehäuse haben und schreibt die dann an. Ihr könnt die ja kontaktieren. Dann machen die das und dann rechnen sie den Preis halt ein bisschen um. Ich würde mir aber wünschen, dass die Grundkonfig halt einfach gut passt. Tut sie in dem Fall. Das Gehäuse ist halt ein bisschen billig. Das ist meine Meinung dazu. Hier wird auch nicht viel mit irgendwelchen Wasserkühlungen oder so gearbeitet, weil ein Luftkühler ist sowieso nicht so störanfällig. Und dann braucht ihr auch jetzt nicht unbedingt eine Wasserkühlung für diese Prozessoren, die hier verbaut werden. Außer vielleicht in 14600K, wenn man den ungebändigt laufen lässt, ja, dann reicht der Luftkühler auch nicht mehr. Also grundsätzlich von den Sachen, die ich mir jetzt gerade angeguckt habe, passen die Preise alle, die Konfigurationen passen auch. Wie gesagt, die haben insgesamt 9 Stück und nicht 5. Ich habe jetzt halt von jeder Preisrange so ein bisschen was rausgesucht. Ich verlinke euch natürlich die Website und die dazugehörigen Geizhals-Listen alle bei mir in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das wäre es dann wieder mit diesem Video. Lasst ein Däumchen nach oben da und ein Abo wäre auch ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.